PlayStation Now und ein PS4-Controller-Adapter kommen auf den PC. Hollywood-Star Mads Mikkelsen spielt angeblich in Kojimas Death Stranding mit und es gibt Hinweise auf den ersten DLC zu Dark Souls 3 und der dürfte vor allem PvP-Spieler erfreuen. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Sony hat inzwischen ganz offiziell den Streamingdienst PlayStation Now für den PC angekündigt. Der funktioniert auf dem PC genauso wie zum Beispiel auch auf der PlayStation 4. Man kann sich also aus einem Katalog von über 400 PlayStation 3 Spielen sein Wunschspiel auf die eigene Plattform streamen lassen. Kostenlos ist das nicht. In den USA kostet das im Monat happige $20. Dafür hat man aber auch einen riesigen Katalog zur Auswahl. Starten soll das jetzt ab sofort erstmal nur in Belgien, den Niederlanden und Großbritannien. Später soll es dann noch in die USA kommen. Von einem Deutschlandstart ist da aber am PC noch gar keine Rede. Immerhin läuft hierzulande auch die PS4-Version von PlayStation Now noch in der Beta. Damit man dann übrigens die Spiele richtig steuern kann, hat Sony außerdem einen USB-Bluetooth-Adapter für den DualShock 4, also den offiziellen PlayStation 4-Controller, angekündigt. Der kostet rund 25 € und verbindet dann den Controller mit dem PC mit allen offiziellen Features, also natürlich allen Button-Eingaben, dem Touchpad, den Bewegungssensoren, dieser Lichtleiste und den Rumble-Features, sofern die Software, die man damit spielen will, das auch unterstützt. Sony erklärt außerdem, dass mit dem PS4-Controller ein anderes Feature gut spielbar ist, nämlich Remote Play, dass man das Spiel seiner PlayStation 4-Konsole innerhalb des gleichen Netzwerks auf einen PC oder Mac streamen kann. Norman Reedus spielt die Hauptrolle in Hideo Kojimas nächstem Spiel Death Stranding. Soweit sind wir schon informiert, aber jetzt sieht es so aus, als würde noch ein anderer Schauspieler daran mitwirken, und zwar Hannibal-Star Mads Mikkelsen. Der Grund für diese Annahme ist eine Reihe von Zufällen und verräterischer Fotos, denn angefangen hat das alles mit einem Foto, das Hideo Kojima getweetet hat, mit den Worten Adjusting, also es sah so aus, als würde man da nur für eine Capture-Session gerade die Kameras einstellen. Und da ist auf der linken Seite des Bildes ein Herr in einem roten Hoodie zu sehen, den man nicht so recht erkennen kann. Interessant wird es aber, wenn man das diesem Bild, das am gleichen Tag aufgenommen worden ist. Hier gibt nämlich Hollywood-Schauspieler Mads Mikkelsen ein Foto für einen Instagram-User und erklärt dem, dass er gerade bei Capture-Aufnahmen für ein Videospiel mitwirkt. Es liegt also jetzt nahe, dass Mads Mikkelsen in diesem Spiel mitspielt, zumal Mads Mikkelsen, Norman Reedus und Hideo Kojima auf vergangenen Messen und Events auch immer mal wieder zusammen gesehen worden sind. Es gibt kein Foto, wo alle drei gleichzeitig drauf sind, aber jeweils zwei aus diesem Trio haben sich da möglicherweise zu Death Stranding-Unterredungen getroffen. Wenn das alles stimmt, wissen wir jetzt, dass neben Norman Reedus auch Mads Mikkelsen in diesem Spiel mitspielt, was aber nichts daran ändert, dass so gut wie niemand so recht weiß, was Death Stranding eigentlich ist. Es gibt die ersten Infos zum ersten großen DLC zu Dark Souls 3 und der trägt den Titel Ashes of Ariandel. Dieser DLC richtet sich aber in erster Linie an PvP-Spieler, denn er bringt eine neue Region ins Spiel, die sogenannte Immortal Competition, und das ist ein verschneites Areal, in dem sich da die Spieler auf die Mütze hauen können. Außerdem bringt der DLC neue Waffen und neue Zaubersprüche. Ashes of Ariandel ist Teil des Season Pass und wird je nach Region am 25. bzw. 26. Oktober veröffentlicht. Das war's für heute mit den News. Morgen gibt's die nächste Ausgabe. Bis dahin, weiterspielen.